Was ist das eigentlich? Nur wenn ich meine Schüler frage, dann kommt als erstes normalerweise Volt. Ja, damit ist eigentlich alles geklärt. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche... Nein, natürlich ist nicht alles geklärt. Ja, es ist richtig, Spannung wird in Volt gemessen, aber das erklärt ja diesen doch erstaunlich vielschichtigen Begriff überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, den Begriff Spannung für euch in verschiedenen Komplexitätsstufen zu erklären. Zuerst ganz einfach im Stromkreismodell, dann etwas komplizierter mit einem Wasserkreismodell und schließlich in der vollen Komplexität, also über die Definition und wie das mit den ersten beiden Vorstellungen zusammenpasst. Ganz zum Schluss. Wenn ihr meint, ihr kennt das eine oder andere schon und wollt an eine andere Stelle springen, ich habe unten ein Inhaltsverzeichnis mit anklickbaren Zeiten eingefügt. Dann könnt ihr gleich an die Stelle gehen, die ihr möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Baue ich also zuerst einen ganz einfachen Stromkreis auf mit einer Spannungsquelle, die mir jetzt und im Folgenden immer 6 Volt Spannung liefert. Dazu noch eine Glühlampe und eben 2 Kabel, zwischen die ich was packen kann. Wenn nichts dazwischen ist, also nur Luft, sprich der Kreis ist unterbrochen, dann ist jedem klar, auch wenn 6 Volt Spannung anliegt, es fließt kein Strom. Kann man übrigens auch so ausdrücken, die Stromstärke ist 0 Ampere. Wenn ich jetzt hingegen ein Stück Holz dazwischen packe, dann fließt immer noch kein Strom, ich weiß kein messbarer. Ich könnte aber auch zum Beispiel einen Bleistift nehmen, an beiden Enden anspitzen und die beiden Pole an die Graphitmine des Bleistiftes halten. Und dabei stelle ich fest, oh, hinten die Lampe, die glüht so ein bisschen, schwach, und daraus schließe ich messerscharf, ja, da fließt ein Strom, wenn auch nicht besonders viel. Halte ich hingegen eine Eisenschraube zwischen die beiden Pole, dann sehe ich an der Lampe, es fließt jetzt richtig viel Strom. Damit ist schon mal klar, Spannung und Stromstärke sind nicht das gleiche, die beiden Begriffe müssen wir voneinander unterscheiden. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ich habe jetzt hier mal eine Batterie und eine Glühlampe gemalt und baue die in einen Stromkreis ein. Das erste, was ist, die Elektronen. Die sind das, was eigentlich strömt, das nennt man Elektronen. Die sind schon vorher in dem Kabel drin. Und alles, was die Quelle eigentlich macht, ist, diese Elektronen antreiben, sodass sie die ganze Zeit im Kreis fließen. Die fließen durch die Quelle und die fließen durch die Lampe. Es werden nirgendwo Elektronen erzeugt, es werden nirgendwo Elektronen vernichtet, sondern sie werden einfach nur durchgeleitet. Das halten wir nochmal so ein bisschen schriftlich fest. Das heißt, die Elektronen sind schon im Kabel drin und sie strömen komplett im Kreis. Die Stromstärke, die zur Lampe hingeht, ist auch die gleiche Stromstärke, wie die zurückgeht. Es wird kein Strom verbraucht. Was die Quelle hingegen macht, ist, sie treibt diesen Elektronenstrom an. Und damit können wir schon zum ersten Mal den Begriff Spannung klären. Spannung, könnte man sagen, ist etwa die Antriebsstärke dieser Quelle. Und wenn ich diese Antriebsstärke habe, dann entsteht ein Strom und die Stromstärke I, das misst man übrigens in Ampere, die hängt dann eben davon ab, wie groß die Spannung ist, aber sie hängt auch davon ab, wie gut das Material leitet. Haben wir vorhin gesehen, ne? Bei Holz fließt gar kein Strom, bei Graphit ein bisschen und bei Eisen ganz viel. Und das wird beschrieben über eine Größe, das nennt man dann den Widerstand R und gibt es in Ohm an. Der ganze Stromkreis ist übrigens dazu da, Energie von der Quelle zur Lampe zu transportieren. Und das ist dann auch das, was verbraucht, beziehungsweise besser gesagt umgesetzt wird. Damit haben wir die erste Vorstellung schon geklärt. Schauen wir uns das ein bisschen besser an. Und zwar habe ich ein Wasserkreismodell, das das Ganze sehr schön erläutert. Mit 2 Wasserzylindern, ein paar Rohre, Ventile und einem Wasserrad, an dem über eine Seilwinde eine Masse hängt. Das Ganze entspricht diesem Stromkreis. Das heißt, die beiden Zylinder, das sind die beiden Spannungsquellen. Dann habe ich den Wasserstrom, das ist der elektrische Strom. Rohr und Kabel sind natürlich auch das, was sich entspricht. Der Schalter, das ist das Ventil. Und eben das Wasserrad symbolisiert entweder eine Lampe oder etwas allgemeiner gesprochen einen elektrischen Widerstand. Soweit, so einfach. Aber jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer an, was diese Lampe der Widerstand macht. Erst einmal in dem Wasserkreis bzw. elektrischen Kreis, er reduziert die Wassermenge, die da durchströmt. Je mehr Masse da dran hängt, desto schlechter dreht sich das Wasserrad und desto weniger Wasser fließt. Das heißt, es reduziert den Wasserfluss. Hat man früher auch gesagt, es hemmt den Stromfluss. Gleichzeitig entnimmt es dem Kreis die Energie, dadurch, dass die Masse dann, wenn sich das Rad dreht, nach oben geht. Und dann ist natürlich uns völlig klar, in dem Moment, wo ich jetzt das Ventil aufdrehe und das Wasser fließt, dann gleichen sich die beiden Wasserstände an und ganz schnell hört auch der Wasserfluss wieder auf, wenn die gleiche Höhe erreicht haben. Und das muss ich verhindern und das kann ich verhindern, indem ich dann in der Quelle eine Schöpfquelle nehme und das Wasser wieder von dem niedrigen in den hohen schöpfe. Das muss ich dann die ganze Zeit machen, wenn der Strom fließt. Und mein geschätzter Kollege Martin Kraus hat das Ganze in einer sehr schönen Jungibra-Animation dargestellt. Die blende ich hier an dieser Stelle auch mal ein und packe unten einen Link dazu in den Anhang. Dann könnt ihr die auch direkt anschauen. Und da muss ich dann entsprechend auch Arbeit verrichten. Das heißt, ich füge dem System Energie zu, wieder an eine Stelle, wo die Masse hochgeht, wieder aus dem System hinausgeht. Was ist nun die Spannung? Die Spannung ist in diesem Modell der Höhenunterschied der beiden Säulen. Das heißt, also ich kann hier die beiden Linien ziehen, dieser Unterschied zwischen den beiden, das ist die Spannung. Man kann aber auch ein bisschen sagen, Druckdifferenz, also Druckunterschied zwischen zwei Leitungen, das geht auch. Und das ist eine gute Vorstellung, die hilft uns wirklich ganz viel, etwa zum Beispiel bei dem folgenden Experiment mit der Blitzmaschine. Ohne jetzt die elektrischen Details zu erläutern, sieht man, wenn ich an der Kurbel drehe, dann entstehen Blitze zwischen den Kugeln.
Die Erklärung ist einfach, das Kurbeln, das ist die Arbeit mit der Schöpfkelle. So erzeuge ich eine Spannung zwischen den Kugeln, die immer weiter anwächst. Jetzt ist es so, bei Stromkabeln geht das Ohmsche Gesetz. Das heißt, mit der Spannung wächst auch die Stromstärke. Aber nicht bei Luft. Luft leitet keinen Strom. Solange bis eine bestimmte Spannung erreicht wird. Dann werden die Elektronen aus den Molekülen der Luft herausgerissen, bilden einen Kanal aus Ladungsträgern und es fließt ganz kurz ein sehr heftiger Strom, der Blitz. Und dadurch bricht aber dann die Spannung wieder komplett zusammen. Der Druckunterschied ist weg. Die Elektronen werden dann wieder in die Moleküle eingebunden und wenn ich weiter kurbel, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ich will es noch ein bisschen schöner zeigen. Ich habe noch ein zweites Experiment für euch. Übrigens ein Experiment, das ihr bitte nicht zu Hause nachmacht, weil ich habe hier im Physikraum noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die euch zu Hause fehlen. Ich nehme ein kleines Lämpchen, das für 6 Volt Spannung geeignet ist und eine große Lampe für die Haushaltsspannung von 230 Volt und schalte die beiden in Reihe hintereinander. Dann drehe ich die Spannungsquelle langsam auf und was passiert? Überraschung, ich kann bis 230 Volt Spannung voll aufdrehen. Die große Lampe leuchtet und auch der kleinen Lampe geht es offensichtlich gut. Die leuchtet sogar nur schwach, ist auf jeden Fall nicht durchgebrannt. Aber warum? Warum brennt die kleine Lampe nicht durch? Offensichtlich bekommt sie nur einen kleinen Teil der Spannung ab. Das heißt, die Spannung muss sich aufteilen und das kann ich mit dem Wasserkreismodell erklären. Dazu das Bild nochmal hier in die nächste Folie. Ich mache folgende Erkenntnis, die gesamte Spannung teilt sich auf, es ist viel Spannung bei der großen Lampe, wenig bei der kleinen und jetzt habe ich mein Wasserkreismodell dahingehend angepasst, dass ich nicht nur eine Masse habe am Wasserrad, sondern zwei hintereinander, eine kleine, eine große, sowie die beiden Lampen. So, und jetzt gucke ich mir mal die Druckdifferenzen an. Das ist die Druckdifferenz, die die Quelle erzeugt. Ich male mal die beiden Wassersäulen auch direkt vor die beiden Wasserräder, aber jetzt haben wir ja auch noch eine Leitung zwischen den beiden. Und da stellt sich jetzt ein Druck ein, der ein bisschen niedriger ist als vor der kleinen Masse. Das heißt, ich habe eine kleine Druckdifferenz zwischen diesen beiden Leitungsstücken und eine größere Druckdifferenz zwischen den anderen beiden, die dann insgesamt in der Summe wieder die Gesamtspannung erzeugen. In Stromstärke-Sicht kann man sagen, der große Widerstand, die große Lampe, die reduziert den Stromfluss sehr stark. Und zwar so stark, dass sie dann für die kleine Lampe auch völlig in Ordnung ist, die sogar tatsächlich ein bisschen unterfordert, die leuchtet ja kaum. Dazu kann ich dann auch nochmal die Energiesicht packen. Die große Lampe, der ist der große Widerstand, reduziert den Stromfluss stark und entnimmt gleichzeitig dem Kreis viel Energie. Es geht eine große Masse nach oben und der kleine Widerstand entnimmt dem wenig Energie. Und das sieht man dann auch entsprechend oben im elektrischen Kreis. Die große Lampe erzeugt mir viel mehr Licht als die kleine. Schauen wir uns das Ganze nochmal in einem verzweigten Stromkreis an. Das heißt, ich habe hier die Quelle, die, was weiß ich, zum Beispiel 6 Volt erzeugen könnte. Diese 6 Volt, die stellt sich als Druckdifferenz zwischen den beiden Außenleitungen ein. Übrigens nicht nur da unten, sondern auch da oben über der anderen Lampe. Das heißt, die hat dann auch die 6 Volt Quellenspannung als Spannung, die über der Lampe abfällt, so sagt man. Wenn hingegen bei den beiden Lampen, die in Reihe geschaltet sind, sich die Spannung irgendwie aufteilt. Es muss nicht gleich sein, es kann zum Beispiel sein 1 Volt gegenüber 5 Volt. Wenn die Lampen baugleich sind, ist natürlich 3 Volt, 3 Volt. Gucken wir noch kurz auf die Stromstärke. Sagen wir mal, es fließen 0,3 Ampere. Das hängt jetzt ein bisschen von dem Widerstand der Lampen ab. Da will ich erst gar nicht anfangen zu rechnen. Aber es sollte klar sein, das, was an Elektronen aus der einen Seite hinausströmt, strömt an der anderen Seite wieder rein. Das heißt, die 0,3 Ampere, die da auf der einen Seite fließen, fließen auch auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir an die Verzweigung. Und an der Verzweigung teilt sich der Gesamtstrom in zwei Teilströme auf. Die müssen nicht gleich groß sein. Hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass der Strom, der nach rechts geht, nur 0,1 Ampere hat und der nach oben 0,2 Ampere, weil auf der rechten Seite sind halt zwei Widerstände, zwei Begrenzer, da fließt da weniger Strom durch als oben lang. Aber insgesamt müssen es natürlich die 0,3 Ampere werden. Und hinter den beiden Lampen fließen dann die beiden Teilströme wieder zusammen zum Gesamtstrom. Jetzt seid ihr soweit. Jetzt können wir zur abstrakten, genauen Definition kommen, wie sie in der Oberstufe geliefert wird. Was ist Spannung? Spannung ist die Potentialdifferenz einer Ladung zwischen zwei Orten im elektrischen Feld. Und Potential ist definiert als potenzielle Energie pro Ladung. Okay, das ist kompliziert, das erkläre ich gleich, wie es gemeint ist. Zuerst mal bringe ich das Ganze noch in die Formelsprache, um nochmal einen kleinen draufzusetzen. Spannung ist U, dann ist dahinter so ein Delta Phi. Das Phi ist das Potential und das Delta, das ist dieses Dreiecksymbol, heißt eigentlich nur Differenz. Also mit dem Dreieck ist nur gemeint, ich nehme zwei Potenziale, Phi 2 minus Phi 1. So ein Potential ist definiert als potenzielle Energie pro Ladung. Das heißt, ich setze ein, potenzielle Energie geteilt durch die Ladung an der Stelle 2 minus potenzielle Energie durch die Ladung an der Stelle 1. Mit Kenntnissen der Bruchrechnung kann ich bei gleicher Ladung das Ganze dann auch noch so schreiben, dass die Differenz nur im Zähler ist. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie kann ich mir das erklären?
Dazu nehme ich einen sogenannten Plattenkondensator. Besteht im Wesentlichen aus zwei isolierten Metallplatten, die ich aufladen kann. Und das mache ich mal, sagen wir mal, die eine links negativ, die andere rechts positiv. Wenn ich dann ein Elektron nehme und ich verschiebe das Elektron von da, wo es vorher war, von der positiven Platte auf die negative, dann muss ich mechanische Arbeit verrichten. Ich muss gegen die elektrische Kraft das Elektron dahin schieben. Und dadurch füge ich dem Elektron Energie zu. Diese Energiedifferenz, die ich zufüge, das beschreibt mir die Spannung. Und das kann ich auch in das Wasserkreismodell übertragen. Also ich nehme jetzt hier die beiden Wassersäulen und ich betrachte einen Tropfen daraus. Und dann kann ich diesen Tropfen von der einen Wassersäule in die andere bringen. Und das kann ich nur, indem ich gegen die Gravitationskraft Lageenergie hinzufüge. Das heißt, ich muss ihn auf ein höheres Niveau bringen. Das entspricht dem, was ich mit dem Elektron mache. Übrigens gleichzeitig erhöhe ich den Unterschied der Wassersäulen und damit auch die Spannung. Das heißt, wenn ich noch mehr Elektronen nehme und ich verschiebe sie von dem einen zur anderen Platte, dann füge ich diesen Elektronen Energie zu und gleichzeitig lade ich die Platten mehr auf und erhöhe die Spannung zwischen den Platten. Übrigens wollen die Elektronen dann umso energischer wieder runter. Das heißt, mit der Spannung, mit der Energiedifferenz erhöht sich dann auch noch gleich sozusagen die Antriebsstärke und damit schließt sich der Kreis zur zuerst genannten Spannung als Antriebsstärke. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch einen Stromkreis daran anschließen an die Platten, etwa durch so eine kleine Glühlampe, und dann können die Elektronen außenrum, das Feld und unten durch die Lampe fließen und wieder zurück, wodurch dann die Spannung allerdings zusammenbrechen würde, wenn eben nicht wieder Elektronen von der einen Platte auf die andere geschoben werden. Diese Energiedifferenzgeschichte habe ich noch in ein anderes schönes Bild übersetzt, das eigentlich auch eher für Sekundarstufe 1 ist. Da habe ich mir die Elektronen so als kleine Kügelchen mit Beinen dran vorgestellt, die rumlaufen und in der Spannungsquelle gewinnen sie Lageenergie. Das heißt also, hier ist die Energiedifferenz Delta W Pot 0. 0 ist mal für Quelle. Und dann können sie zum Beispiel sich aufzweigen. Jetzt haben wir wieder diesen Kreis mit den beiden Lampen in der Mitte. Und dann verlieren sie einen Teil der Lageenergie beim Strömen durch die erste Lampe und den Rest beim Strömen durch die zweite Lampe. Oder andere Elektronen fließen oben lang und dann geben sie ihre gesamte Energie eben über der einen Lampe ab. Ja, und ihr seht, Spannung ist mit dem Begriff Volt nicht ganz vollständig erklärt. Es ist ein bisschen komplexer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und habe euch gute Bilder im Kopf erzeugt, mit denen ihr das Ganze alle versteht, auch wenn es mal ins Rechnen geht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.